Wir bekommen Tag für Tag viele Kundenanfragen, aber das, was da auf dem Tisch lag, war schon was Besonderes. Angefragt wurde eine Kühleinheit, bestehend aus einer gestanzten Platine und einem gezogenen Transferteil, das zusammen mit zwei VDA-Konnektoren mittels Laserschweißen dicht miteinander gefügt werden sollte. Die Materialwahl des Kunden fiel auf ein Aluminium, weil das Alu deutlich bessere Wärmeleiteigenschaften als beispielsweise in Edelstahl hat. Aber Aluminium hat ungünstige Legierungsbestandteile, die eine Schweißnaht porös machen. Die Dichtheit der Schweißnaht ist aber qualitätsentscheidend für unseren Kunden, da die Kühleinheit mit 100.000 Druckpulsationszyklen validiert werden sollte. Wir sind kein typischer Blechbatscher, wie man es im Umgangsjargon so sagt, sondern wir sind Systemlieferant für hochwertige und anspruchsvolle Technik im Metallbereich. Wir verarbeiten Aluminium, Stahl und Edelstahl auf höchstem Stand der Technik, haben Schweißverbindung, ZB-Montage und wirklich komplette Weiterarbeitungsprozesse bei uns etabliert. Und wir sind ein One-Stop-Laden. Das bedeutet, wir können alles auf eine Hand bieten. Entwicklung, Werkzeugbau, Produktion und wirklich eine riesige Logistik. Die Kühleinheit kühlt den Batteriemanagement-Controller aktiv. Die darin befindliche Leistungselektronik kann sich während der Fahrt aufgrund der Performance des Fahrzeugs stark aufheizen. Da die Leistungselektronik direkt mit unserer Kühlplatte kontaktiert, ist eine sehr niedrige Ebenheit notwendig, um den maximalen Wärmeaustrag zu gewährleisten. Das haben wir intern mit unserem Maschinenpark versucht zu schweißen. Optisch eine sehr gute Schweißnaht, die ist dann aber unter Druck gerissen. Und dann haben wir uns an die Firma TRUMPF gewandt und haben dort mit der Firma TRUMPF zusammen eine gute Schweißnaht erzielt, wo dann auch unter Druck gehalten hat. Mit Brightline-Weld und der Multifokus-Optik hat TRUMPF bereits ein Verfahren am Start, um Edelstahlanwendungen dicht in Serie zu schweißen. Unsere Aufgabe war es nun, gemeinsam diese Anwendung zu transferieren auf das Alu-Dichtschweißen. Die patentierte Strahlformung besteht aus der Kombination aus Brightline Weld mit Multifokus. Über Brightline Weld wird der Laserstrahl in einen Kern und in einen Ringstrahl aufgeteilt. Dieser Strahl wird über die Multifokus-Optik in vier gleiche Strahlen abgebildet. Nur durch diese Kombination kann man bei geringstem Wärmeeintrag die höchste Produktivität erreichen und nahezu porenfreie und dichte Schweißnähte in Aluminium erzeugen. Wir haben inzwischen über 3000 Bauteile bei uns am Standort prozesssicher und dicht geschweißt. Was jetzt folgt, ist die Serienfertigung über 6 Jahre, in der wir 610.000 Bauteile fertigen werden. Die Frage, warum TRUMPF, ist wirklich für uns keine Frage, sondern eine klare Antwort. Die Maschinen sind top, wir sind sehr zufrieden, wir haben eine hohe Effizienz und wir sind immer auf dem neuesten Stand, wenn wir uns für die Firma TRUMPF entscheiden. Wenn man den Anforderungskatalog im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, dass es schon eine sehr spezielle Leistung von dem ganzen Team war. Von HAGO, von TRUMPF und von unserem Kunden. Gemeinsam haben wir das Unmögliche möglich gemacht.